Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Adventskalender 2020. Mit vielen Ideen rund ums Thema Weihnachten. Mit Karten, mit Verpackungen, Geschenkideen, Krippen to go und mit tollen Deko-Ideen für euer Zuhause. Schaut gerne auch bei meinem Adventskalender 2019 vorbei, den verlinke ich euch oben unter dem weißen i. Dort könnt ihr ganz viele tolle Kartenideen mit passenden Verpackungen entdecken und was man Schönes verschenken kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und beim Nachbasteln. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich gedacht, machen wir eine Rucki-Zucki-Gäste-Goodie-Tischdeko, weil ich persönlich brauche immer wieder eine ganz, ganz schnelle Tischdekoration. Also wenn man da ewig schon am Kochen ist und so, dann braucht man manchmal was Schnelles. Und ich denke immer ganz spät erst dran, dass ich ja so ein kleines Goodie hinstellen könnte. Und dann muss ich noch schnell in den Keller sausen, in mein Bastelzimmer und noch ganz schnell was zaubern. Und deswegen habe ich gedacht, wenn es euch auch so geht, dann ja, ist das vielleicht genau die richtige Idee. Also wirklich so ein ganz kleines, ganz schnell gemachtes und super einfaches Goodie zum Hinstellen auf den Tisch. Hier seht ihr noch die dritte Version, die gefällt mir persönlich am besten. Ja, ihr seht da so einen kleinen Spezialeffekt vielleicht auf diesem Baum, das erkläre ich euch gleich. Und halt ganz viele süße kleine Schneeflocken und so. Aber das ist wirklich schnell gemacht und ja, ist jetzt kein großes Meisterwerk, aber ganz süß, finde ich. Und kann man durchaus gerne auf den Tisch stellen und natürlich auch in der Farbgestaltung halten, wie man eben die Tischdeko gerne hätte. So, okay, wir brauchen gar nicht viel dazu. Einfach nur ein Stück Pfauengrün habe ich jetzt verwendet und Flüsterweiß. Entschuldigung, das sind die Bestellnummern. Und wir fangen jetzt gleich mal an mit Stempeln. Ich nehme als Stempelfarbe einmal Sahara Sand und ein Stück Flüsterweiß. Und als Stempel habe ich mir ausgesucht das Tannen und Karos. Einfach weil eine Stanze und ein Stempelset immer super zusammenpassen und immer schneller gehen, als wenn man was ausstanzt oder so. Und deswegen stempel ich mir jetzt in Sahara Sand einfach mein Bäumchen einmal ab. So. Und kann mir das Ganze auch gleich mit der passenden Stanze ausstanzen. Da habe ich jetzt diese Nadelbaumstanze, diesen wunderschönen Tannenbaum. Da habe ich euch im letzten Jahr auch eine Tüte, so eine Geschenktüte und eine coole Karte in einer anderen Form gezeigt. Also da habe ich auch mit den Farben so ein bisschen gearbeitet. Also nicht mit dem Pfauengrün, aber mit dem Sahara-Sand oder Savanne war das, glaube ich, letztes Jahr. Kann ich euch gerne mal hier oben verlinken. Das waren zwei Videos. Könnt ihr mal guckseln. Und dann braucht ihr eigentlich nur noch ein Stück Pfauengrün. Also wundert euch nicht, das ist ziemlich geschmiert. Ihr braucht 7,2 x 6,8 cm oder 6,5 cm gehen genauso. Je nachdem. Wenn ihr zum Beispiel eine Rittersport, so eine kleine Rittersport machen wollt, dann macht das noch ein bisschen größer. Dann passt es besser rein. Für das Ferrero-Küsschen reicht jetzt einfach 6,5 und 7,2 von der Angabe. Und dann nehme ich mir einfach meinen Papierfalter, einen Papierschneider und falze mir das einfach einmal außenrum bei 2 cm. Und da lege ich es mir immer hier drüben an, also an jeder Seite bei 2 cm und falze es einmal, nochmal und nochmal. Ihr kriegt aus so einem DIN A4 Papier auch eine Menge Verpackungen. Also ihr seht, ihr braucht da gar nicht viel Papierzuschnitt und da kriegt man locker ein paar raus. Und jetzt schneide ich mir das Ganze ein, einmal bei den Falzlinien, direkt bis zur Falzlinienüberkreuzung und schneide mir da so eine Ecke aus und hier diesen Rand, den schräge ich ganz gut ab. So. Und das Gleiche mache ich jetzt hier auf der gleichen Seite nochmal, der anderen Seite, aber ich drehe es mir nicht. Und dann drehe ich es mir einmal so, dass meine zwei zugeschnittenen Elemente jetzt nach oben zeigen und mache das auf der anderen Seite ganz genauso. Also auch easy. So. Und dann sieht das Ganze so aus. Dann schnalle ich mir meinen Papierfalter, wenn ihr die Nummer noch lesen könnt. Ansonsten ist es auf jeden Fall in der Infobox. Und falze mir einfach meine Falzlinien einmal gut nach. Alle zusammen. Und das ist schon meine Grundbox. Und die können wir uns jetzt auch schon gleich zusammenkleben. Da mache ich mir einfach nur ein bisschen Flüssigkleber, also ein bisschen reicht, einfach auf diese zugeschnittenen Öhrchen, auf diese Laschen, auf alle vier
Und dann klappe ich mir das gleich so rein und kann mir das hier schön zusammenkleben. Einmal kurz andrücken, bis der Flüssigkleber getrocknet ist. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch ein paar Druckküsschen. Ich habe noch ein paar. Und das passt da super rein, seht ihr? Also das passt wirklich wie angegossen. Kriegt man auch gut wieder raus und wieder gut rein. Genau, und jetzt kommt unser kleines Bäumchen zum Einsatz. Das muss natürlich noch ein bisschen verziert werden. Und da habe ich jetzt verschiedene Sachen ausprobiert. Zum einen habe ich natürlich mein tolles Garn verwendet. Also das habe ich hier gemacht. Seht ihr das? Ich liebe dieses Garn einfach. Aber das gibt es natürlich nicht mehr. Aber es gibt dieses goldene Band. Das könnt ihr natürlich auch mit goldenem Band machen. Und ich habe verschiedene Schleifen probiert hier unten. Deswegen würde ich sie jetzt so machen. Noch eine Version. Ich nehme mir das goldene Band, weil es das einfach noch gibt. Und mache mir dem, aus dem ewiges Grün ist das. Das ist so ein Kombiband. Aus dem wickle ich mir quasi meine Verzierung hinten rum und vorne die Schleife mache ich dann aber mit Grün. Das hat mir jetzt irgendwie besser gefallen, dass es nicht ganz gleich ist vom Farbkonzept. Dann nehme ich mir einfach so ein dünnes. Ups. Dann nehme ich mir einfach so ein Reststück von so einem dünnen grünen Band. Ich glaube, das war aus den Magnolien. Da gab es doch auch dieses doppelte Band. Das ist jetzt nicht mehr im Sortiment, aber vielleicht habt ihr da noch was oder ihr habt irgendein anderes dünnes Band, wo man so eine kleine, süße Schleife binden kann. Die kürze ich mir auch relativ kurz hier unten. Noch ein Stückchen. So. Und dieses Band richte ich mir auch schon her. Also ihr seht, ich fange jetzt mal ein bisschen anders an. Also normalerweise würde ich jetzt mit dem Stempelmotiv weiterarbeiten, aber heute mache ich es ein bisschen anders, weil wir da jetzt gleich noch so einen Kleber drauf machen und das ist besser, wenn vorher alles hinten drauf klebt, damit man im Nachhinein nicht mehr reingreifen muss. Und das klebe ich mir auf mindestens zwei Klebepunkte, also bei diesem dickeren Band, da braucht ihr ein bisschen mehr. Und auf die andere Seite mache ich mir auch eins, dass es auch klebt und setze mir das einfach so hinter mein Bäumchen. So, dass es dann auch schön hinten dran hebt. Okay, und jetzt klebe ich mir mein Bäumchen hier auch schon drauf. Einfach mit einem kleinen Klecks Flüssigkleber direkt auf meine Box. Hebe mir das noch kurz an, bis es angezogen ist. Und jetzt kommen wir zu diesem kleinen Spezialeffekt. Und zwar nehme ich jetzt das Crystal Effects. Das kann man ja als Kleber verwenden. Oder man kann es eben auch nutzen, um da diese... Also direkt auf den Baumästen, seht ihr das, ist dieser Schimmerglanz und der glitzert ganz zart und ganz leicht und hat einfach noch so ein bisschen mehr, ja, das sieht einfach noch ein bisschen edler aus, ein bisschen cooler. Ihr könnt es selbstverständlich jetzt einfach auch so lassen, ein paar Schneeflocken draufkleben, ein paar Glitzis draufkleben und eine Schleife, wenn es also ganz schnell gehen muss. Oder ihr macht das eben jetzt mit diesem kleinen Effekt. Also ich mache euch das, zeige ich das jetzt einfach mal, nehme ich euch da ganz nah ran und ihr könnt verschiedene Methoden machen. Entweder macht ihr das komplett, auch auf die Äste, dann geht es, finde ich, noch ein bisschen leichter. Aber noch ein bisschen schöner ist es, wenn man diesen Crystal Effects nur auf diese Blätter tupft. Ich finde, das sieht noch ein bisschen schöner aus. Also da könnt ihr euch rumprobieren, was euch besser gefällt. Und das, man trifft ja nicht genau in die Blätter. Also ich zeige es euch gleich mal von nah. Da kommt man immer ein bisschen raus, weil die Spitze ist natürlich ein bisschen dicker als dieser ganz feine Stempelabdruck. Aber ich hoffe, die Kamera stellt sich scharf. Ich hoffe auch, dass ihr das Glitzer ein bisschen seht. Also das macht sich schon ganz gut. Ich finde, es hat schon noch so ein bisschen mehr Dimension, mehr Effekt. Und das mache ich jetzt einfach kurz auf alle Blätter drauf. Dann lasse ich euch schnell Musik laufen. Und wichtig ist nur, tapst da ja nicht mehr rein. Deswegen habe ich mir jetzt schon alles angeklebt, weil da, wenn man reinkommt, dann... hat man das überall. Ich habe nämlich überall Kleber an den Händen jetzt schon gehabt. Und ja, sieht dann auch nicht so schön aus. Also ihr könnt es dann immer noch mal nachbessern natürlich, wenn ihr noch mal drüber geht, gar kein Ding. Aber es ist einfach der Tipp, wenn ihr euch vorher alles anklebt, dann habt ihr danach nicht so ein Gefummel. So, und
Und weil wir da ja jetzt quasi Kleber schon drauf haben, wir können den Crystal Effects ja auch als Kleber nutzen, kann ich mir hier unten auch gleich die Schleife noch drauf tupsen. Und die klebt dann von alleine. Einmal drauf machen, kurz andrücken und nicht mehr hinlangen am besten. Okay, und ich hoffe, ihr seht es ein bisschen. Also es hat schon so einen coolen Effekt, wenn diese Blätter so ein bisschen glänzen und ein bisschen glitzern. Es kommt leider, glaube ich, in der Kamera nicht ganz so rüber, wie es dann in echt, finde ich, sieht man schon ganz gut. Und dann schnappe ich mir noch die kleinen Schneeflocken. Diese Bestellnummer. Und die baue ich mir natürlich auch noch so ein bisschen außenrum. Und die, theoretisch könntet ihr auch welche nehmen, die schon abgefallen sind. Die haben ja einen Kleber hinten drauf, den bräuchte man jetzt aber eigentlich gar nicht. Weil wir ja durch den Crystal Effects könnte man es ja natürlich auch so draufkleben. Und ich habe mir gedacht, ich mache eine ungerade Zahl. Und ich mische das so ein bisschen mit den eher lilanen oder rosanen und mit diesem grünlicheren. Das ist wie am Christbaum. Wie einen richtigen Christbaum schmücken. Wo kommen die Kugeln am besten hin? Da unten kommt noch eine hin. So, sieht es doch schon mal ganz süß aus, oder? Das funkelt auch richtig nett. Also ich finde, das ist schon ein cooles kleines Goodie. Und jetzt habe ich mir gerade noch eingefallen, könnten wir auch noch ein paar Glitzis drauf machen. Und zwar da unten hin, wo diese Schleife ist. So, das kann man machen, wenn man es ein bisschen funkelig haben will. Ich finde es schon süß. Ja, ihr Lieben, also, das ist wirklich eine Rucki-Zucki-Gäste-Goodie, ganz schnell gemacht. Jetzt könnt ihr es hinstellen auf den Tisch, es kann in Ruhe trocknen. Und ich finde, es ist schon süß, oder? Wie gesagt, farblich könnt ihr euch austoben, was ihr machen möchtet. Es funkelt so ein bisschen, hat schon so eine festliche Stimmung. Klickt ihr jetzt alle mal so rum hin. Und hier ist mein Prototyp gewesen. Der hat jetzt eine ganz andere Farbvariante. Da habe ich einfach genommen, was ich gerade da hatte. Aber es geht natürlich auch. Also wenn ihr hier in diesem Heideblüte und das hintere ist Lindgrün bleiben wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. So, meine kleinen Bäumchen liegen alle bereit fürs Schlussbild. Ich gehe ein bisschen weiter raus, das ist schon ziemlich nah da. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Eine ganz schnelle, ganz flotte Idee für den Weihnachtstisch. Könnt ihr natürlich auch an Silvester ein bisschen anders dekorieren und habt dann auch ein kleines Silvester-Goodie oder so. Jedenfalls wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Viel Spaß bei den nächsten Videos im Adventskalender. Es kommen schon noch ein paar tolle Sachen. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!